Hallo und willkommen zu einem neuen Unboxing hier auf meinem Kanal. Das da ist der Imgrimsch, aber das solltet ihr wissen mittlerweile. Es ist wieder soweit. Loot Chest Oktober 2020 ist endlich da und ich freue mich. Ah, wir schauen mal rein, was da diesmal drin ist. Unausgepackt, ich habe keine Ahnung. Sie hat echt Gewicht, aber ich weiß nicht, was drin ist. Aber wir gucken jetzt mal zusammen da rein, was das gute Stück denn diesmal so beherbergt. So, am besten ohne, dass ich jetzt hier die Pflanze treffe oder stark treffe oder so. Machen wir so. Passt. So, das Teil legen wir nach hinten. Das ist nämlich immer mein letztes Item. Dann fangen wir mal etwas schmal an. Ich glaube, ich weiß schon, was es ist. Es ist ein Regenschirm. Passend zu den kalten Herbsttagen, die jetzt kommen. Leicht auszupacken. Außer hier unten. Doch auch. Leicht auszupacken. Ein. Finde ich stark. Ein Batman-Regenschirm. Ne. Ich glaube, das gehört so rum, ne? Batman. Nice. Wollen wir aufmachen? Ich weiß, es bringt eigentlich Unglück, aber damit wir es alle sehen, mache ich es mal auf. Ich will nicht aussehen, wie es von vorne aussieht. Es hat zwei Batman-Symbole. Das ist geil, das ist. Vor allem ist der klein. Das ist cool für Kinder. Stark. Batman. So, jetzt muss ich den mal wieder zusammen machen hier. Bevor. Ja. 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 Irgendwie ist der hier überall überlappt. Und dann machen wir jetzt hier mal ordentlich. Sag mal, kann wohl nicht wahr sein. So, jetzt. Jetzt können wir noch wieder zusammendrehen. Ordentlich. Und hier unten auch wieder ordentlich zumachen. So. So. So und zu. Sehr geil. Wieder in den Überzieher, wollte ich gerade sagen. In die Regen. Schirmtasche und eingepackt ist er. Schon mal erstes sehr, sehr starkes Item. Finde ich stark. Ein Regenschirm. Davon kann man nie genug haben. Nee, nee. Da steht nämlich auch schon einer. Genau hier steht schon einer von Umbrella. Ja, ein Umbrella-Regenschirm ist auch stark. So, versteckt gibt es. Boah, ist das alt. Ist das alt? Wer kennt's noch? Magic Gum. Das ist auch cool. Ich seit Ewigkeiten irgendwie nicht gesehen. Mit der Geschmacksrichtung Tutti Frutti. Da, Tutti Frutti. Tutti Frutti. Nein. Wollen wir mal heute nicht so rumspacken. Hier wollte ich das rumspacken. Wir bleiben mal gesittet. Kommen wir zu einem etwas schwereren Artikel und der macht auch. Ja, der macht auch mit das meiste aus. Und zwar eine Müsli-Schale. Bol Quenco Bol Schale Tigela. Verschiedene Sprachen von Lö. Irgendwie ist das zu hell, ne? Warte mal, mach das mal ein bisschen. Von Lö. Lö Harry Potter. Aber weißt du was, den packe ich auch mal aus. Ich will ja nicht immer alles ins Regal stellen, ne? Das ist eine coole Bonbonschale. Die ist cool. Harry Potter. Rot von innen und außen weiß. Original aus Spanien. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Er fokussiert nicht. Das kann die Kamera auch nicht. Autofokus hat die nicht. Müsste ich einstellen. Aber sieht man das? Ab 8 Jahren.
ab 8 aufwärts darfst du daraus essen. Davor bist du wohl noch zu jung. Ey, die nehme ich mit für Bonbons. Die kommt in meine Firma. Oh. So. Dann haben wir... Oh Gott, damit kann ich gar nichts anfangen. Respawned. Ein Armband. Ich lasse es mal eingepackt, denn ich glaube, da steht auch nichts drauf. Nee. Respawned. GGWP. Wer weiß, was das ist, gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß es nämlich nicht. Hier, Respawned. Sagt mir auch überhaupt nicht. Schriftart und so weiter sagt mir alles überhaupt nichts. Keine Ahnung, was das ist. Aber noch ein Armband. Mittlerweile habe ich echt viele. Auch wenn ich die jetzt alle um den Arm machen würde, dann würde das bestimmt hier so ein Stück einnehmen. Was haben wir noch? Wir haben ein Rezept. Sieht irgendwie cool aus. Was ist denn das? Mit einer Dose Oliven. Dann ist das aus Oliven gemacht. Ey, das ist ja Mini-Spinnpizza. Ihr könnt ja mal euch das auch gerne mal abschreiben, wenn ihr das ordentlich lesen könnt. Gerne mal abschreiben. Und das sieht dann ungefähr so aus. Das sind Mini-Spinnpizzen. Das ist für Halloween eine coole Idee. Aber ich glaube, über Halloween wird dieses Jahr nicht so viel laufen. Denke ich mal, weil die Eltern werden versuchen, bestimmt ihre Kinder zu Hause zu halten, damit sie nicht rausgehen und irgendwelche Geschenke von fremden Leuten annehmen und sich gegebenenfalls dann auch noch einen aufsacken, was natürlich echt nicht schön wäre. So, kommen wir zum nächsten Artikel. Und zwar zauberhafte Patisserie. Oh, das ist cool. Ich habe schon mal... Warte mal. Ich habe schon so ein Zauber... Zauberbuch. Nein, schon so eine... so ein Kochbuch. Aber mit zauberhafte Küche. Heißt sie, glaube ich, einfach. Und jetzt habe ich zauberhafte Patisserie. Ein Ausschnitt aus einem Buch von der Firma Zauberfeder. Zauberhafte Patisserie. Sonderedition. Magier, fantastische Wesen und Normalsterbliche aller Zeiten und Welten lieben süße Abwechslung in ihrem täglichen Einerlei. In diesem Kochbuch finden sich Rezepte für geheimnisvolle Häppchen, märchenhafte Kekse und Kuchen, himmlische Desserts und faszinierende Tränke zum Beispiel. Und dann stehen hier halt für Butterbier. Boah, cool. Okay, hier sind Sachen aus Alice im Wunderland, Dungeons and Dragons, Ghostbusters, Marshmallow Man Cupcakes. Ey, da muss ich gleich mal reingucken. Dann Milchreis der guten Fee aus Shrek, Augen der Besonderen von Die Insel der besonderen Kinder, Bastians Sandwiches, Die unendliche Geschichte. Das wird, glaube ich, mit Sicherheit das erste sein, was ich mir machen werde. Calypso-Kekse, Flucht der Karibik, Queenie Goldsteins Strudel, fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, Butterbier aus Harry Potter und Golem-Herzen-Elixier aus The Witcher. Öffnet das Buch und lasst seinen Zauber wirken. Ihr werdet sehen, ein gutes Dessert verzaubert jeden. Boah. Und wenn man sich das da vorne schon mal anguckt, sieht das ja schon echt lecker aus, ne? Oh, da freue ich mich drauf. Das wird toll. Ich mag kochen. Man sieht es mir vielleicht auch ein bisschen an. So, dann haben wir hier noch ein... Achso, ist eine Umfrage zur Loot Chest. Einfach ein kleines Poster, kann man scannen, eine Umfrage starten. Zwei Leute sind immer für dich da. Support-Fee Wada und Support-Fee Sabrina. Ich grüße euch. Ihr macht einen richtig, richtig guten Job und natürlich den Rest der Luchess Crew natürlich auch. Mega starke Items jeden Monat. Und jetzt kommen wir zu meinem Favoriten Item. Und es sieht schon... Oh, ich weiß, was es ist.
viele von euch kennen es, viele von euch lieben es. Und zwar dieses Spiel. Ich gucke erstmal zuerst. Das sieht stark aus. Ich zeige euch das mal. Schaut genau hin. Es ist Dovahkiin aus unserem Spiel Skyrim. Geiles T-Shirt, oder? Vor allem ist das wieder richtig schön dick, das Shirt, ey. Das ist so geil. Wer es lesen kann, vielleicht mal da oben einmal übersetzen, was da steht. Ich kann es leider nicht lesen. Aber das ist cool mit dem Helm. Und dem das ist ein Schild, das soll Holz sein, ne? Ja. Das sieht geil aus. Dovahkiin. Cool. Werde ich auf jeden Fall schnell wie möglich tragen. Natürlich erst nach dem Waschen. Ja. Schade, das war schon wieder. Das war schon wieder das letzte Item. Wir gehen mal durch, was diesmal so drin war. Vor allem, was für ein Wert da drin war. So. Happy Birthday. Da hat jemand Geburtstag am 28.10. Der Maxi hatte Geburtstag. Ist das der Name? Der Maxi? Maxi hatte Geburtstag. Schau mal an. Alles Gute zum Geburtstag. Das ist die letzte Loot Chest. Marvel Avengers Future Game. Okay. Hier gibt es noch ein Kreuzworträtsel und die Seiten dick und ein Shirt. Boah, gab es dieses Shirt mal in der Loot Chest? Kann mir das mal jemand sagen? Das ist ja mal richtig stark, das Symbol, das Bild. Habe ich das verpasst? Ich habe nämlich einen Monat leider keine Loot Chest bekommen. Wenn ich mich nicht irre. Weiß ich gar nicht mehr. Einen Monat lang habe ich keine Loot Chest bekommen. Das war echt schade. Ja, aber wie dem auch sei. Schade, dass ich das Shirt nicht habe. Da muss ich mal in den Shop gucken. Von Loot Chest. Da werden sie es bestimmt haben. So, wir gucken mal, was da so schöne Werte drin waren. Das T-Shirt wie immer 14,95. Dazu der Regenschirm mit 19,95. Krass, dass der Regenschirm teurer ist als das T-Shirt eigentlich. So, dann haben wir die Schüssel für 12,95 €. Das Armband ist kostenlos. Ach, das hat mit gar nichts zu tun. Hier steht in dem Book, Gamer sterben nicht, sie respawnen. Aber du bist Profi, du ziehst das Game auch so durch. In diesem Sinne GGWP. Was heißt GGWP? Kann das? GGWP. Good Game Will Play? Macht das Sinn? Nö, irgendwie nicht. Wenn das jemand weiß, auch gerne mal in die Kommentare hacken. Würde mich darüber freuen. Was da wobei rauskommt, vor allem was das heißt. Ich bin zwar Gamer, ich zocke ja, wie ihr auf meinem Kanal sehen könnt, aber das sagt mir gerade überhaupt nichts. So, die Mini-Spinnpizza ist auch kostenlos, genauso wie die Süßigkeit wie immer. Und das Kochbuch mit 12,95 €. Sind wir bei insgesamt 50,08 €. Das ist alles, ne? Haben wir hier was vergessen? Nö. 50,80 €. Wie ihr seht, 50,80 €. Mal wieder eine richtig, richtig coole Loot Chest. Wie jeden Monat. Ich bedanke mich bei Loot Chest. Wieder mal 25 €. Auf jeden Fall ist es das wert. Auch für euch ein bisschen Werbung. Auch für euch, wenn ihr mal coole Geschenkideen braucht oder ein bisschen Anregung für Sachen, die ihr vielleicht einem Kumpel oder einer Freundin, die genauso nerdig ist wie ihr, einfach mal schenken wollt oder euch ihr was Gutes tun wollt, bestellt ansonsten mal zum Test einfach so eine Loot Chest oder guckt mal in den Shop. Die haben auch einen eigenen Shop. Die haben mega coole Sachen und da findet sich bestimmt für jedermann irgendetwas. Auch für Menschen, die vielleicht nicht zocken, aber vielleicht Filme gerne mögen, da ist alles zu finden. Ich bin traurig. Die Loot Chest ist schon wieder leer,
Aber ich weiß, wir sehen uns bei der nächsten Luchess, beim nächsten Unboxing wieder. Bis dahin würde ich sagen, ich wünsche euch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!